Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test von mir und der Motoko, die allerdings erst später dazu stößt, weil die Einführung man nur alleine spielen kann. Ich werde jetzt erstmal mich damit beschäftigen, einen Charakter zu erstellen und und dann werde ich hier diese Einführung mit euch zusammen durchspielen und wenn wir dann aufeinandertreffen, wird die Motoko auch da sein und wird auch das Ganze mit kommentieren. Also, wir testen Herr der Ringe Online, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Das ist ein MMORPG von Turbine, wie man es auch immer aussprechen möchte. Und das Spiel gibt es schon seit vielen Jahren, schon seit 5 Jahren jetzt und hat vor circa einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger her schon, auf das Free-to-Play-Geschäftsmodell gewechselt. Es ist also für alle frei spielbar. Und ja, man kann sich dann eben so diverse Zusatzsachen dazu kaufen, wie das dann halt so ist bei Free-to-Play-Spielen. Zum Beispiel kann man manche Charakterklassen nicht spielen, wenn man die nicht kauft. Kann nur 2 Charaktere gleichzeitig auf einem Server gespeichert haben und so weiter und so fort. Man kann auch diverse Ingame-Gegenstände dann kaufen. Ja, also ich denke mal, ihr kennt das vielleicht auch schon von anderen Spielen, da muss ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir sind jetzt hier in der Charaktererstellung. Ich habe mir schon überlegt, ich werde einen Elb spielen. Eine Elbin sozusagen, eine Waffenmeisterin, die gut mit ihren Waffen zuschlägt und dann drücken wir doch mal gleich auf Weiter und dann können wir hier nämlich schon den Charakter ein bisschen anpassen auf unsere Bedürfnisse quasi. Ich nenne mich erstmal Matariel. Das ist ein ziemlich alberner Name, aber ich dachte, ich spare mir mal die Quälerei, mir jetzt irgendwie so einen epischen Namen auszudenken. Links kann man übrigens auswählen, woher unsere Elbe kommen soll. Da ändert sich teilweise, bei manchen Rassen ändert sich da dann das Aussehen ein wenig. Hier ist das allerdings nicht der Fall. Wir nehmen einfach mal Düsterwald. Das hat aber, glaube ich, sonst keinerlei Auswirkungen auf das Gameplay. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen was einstellen. Nehmen wir mal Kopf. Nehmen wir mal Kopf 6. Sieht ganz nett aus. Die Haare, ich würde sagen, wir nehmen irgendwas Kurzes, passt besser zu so einer Kriegerin. Na, komm. Ich muss allerdings jetzt schon ankündigen, dass das Spiel leider mit Fraps ein wenig leckt. Ich kann es nur mit Fraps aufnehmen, da die X-Story das Spiel zum Abstürzen bringt. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Es tut mir auch sehr leid. Aber ich muss es halt mit Fraps aufnehmen und deshalb, ich weiß nicht, ob es an Fraps liegt, wahrscheinlich eher nicht. Es liegt wahrscheinlich eher am Spiel. Jedenfalls ruckelt das Spiel. Ich kann auf niedrige Einstellungen stellen, ich kann auf hohe Einstellungen stellen, ich kann mich auf den Kopf stellen, es ändert nichts daran. Es ruckelt leider beim Laufen ab und zu ziemlich stark. Das wollte ich nur schon mal von vornherein klarstellen, dass ihr euch da nicht wundert. Ja, Kopf machen wir mal nicht irgendwie so eine komische Krone oder so. Augenfarbe machen wir mal eisblau. Hautfarbe machen wir mal schön hell. Und Haarfarbe machen wir mal schwatt, so ganz dunkel. So, Körperbau machen wir ganz schlank, ist ja schließlich eine Elbe, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe schon bei der letzten Aufnahme, die leider versaut war, schon gesagt, die Herr der Ringe-Freunde, die gehen einem, glaube ich, auf die Barrikaden, wenn man statt Elf sagt. Deswegen habe ich mich da mal verbessert. So, ich quatsch schon wieder zu viel. Ich würde sagen, wir erstellen einfach mal den Charakter. Ihr seht, dass es schon wieder ziemlich am Längen ist. Und ich würde sagen, wir betreten mal gleich Mittelerde. Aber zuvor mache ich mal noch die Audioeinstellung ein wenig. Machen wir zum Beispiel die Musik ein bisschen leiser. Das muss ja nicht so laut sein. Und die Gesamtlautstärke etwas lauter. So, damit ihr dann auch die Charaktere gut versteht.
So, tut mir leid, dass ich das nicht vorher schon gemacht habe. Hätte ich tun können. Alles klar, Mittelerde betreten. Noch ein bisschen Werbung gemacht. Für diverse Regionen, die man im Herr der Ringe Online-Shop freischalten kann. Gegen Bares. Naja, ich kann mich dazu jetzt leider nicht äußern, weil Während ihr unter Aufsicht eures Meisters die Zuflucht Ithilien besucht, findet ihr euch inmitten eines brutalen Angriffs der gierigen Zwerge der Grimhand-Familie wieder. Ihr König, Skorgrim, dürstet mit unnatürlicher Lust nach Macht. Und ihr befindet euch im Auge des Sturmes. Ja, das war gerade die Stimme des Sprechers. Wir befinden uns hier am Spawnpunkt, am Startpunkt des Elbengebiets. Ihr seht schon, dass das Spiel am Laggen ist. Falls übrigens jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte, ob man das vielleicht doch noch irgendwie ändern kann, gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben hier links eine Art Tutorial, was ich jetzt allerdings meistens eher wegklicken werde, weil das für mich nichts Neues ist. Ich habe jahrelang World of Warcraft gespielt. Für mich ist die Steuerung und so weiter nichts Neues. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir sprechen mit Elrond. Hier werden jetzt immer weiter irgendwelche Tutorials aufploppen. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen den lieben Elrond einfach mal an. Ihr könnt hier nicht länger verweilen. Ihr dürft keine Zeit mehr verschwenden, Matariel. Skorgrims Streitkräfte haben uns erreicht und ich fürchte, sie halten geradewegs auf die Bibliothek zu. Er sucht nach den Relikten von Ithilien, auch wenn ich nicht weiß, was ein Zwerg damit anfangen wollen würde. Diese Relikte wurden einst von einem alten Arid-Fürsten begehrt. Ich glaube, der Narr denkt, er könnte unsterblich werden, wenn er sie an sich bringt. Öffnet die Tasche. Ja, ich soll die Tasche öffnen, die hier vor mir liegt. Ein sehr schweres Unterfangen. Oh, ich kann hier übrigens die Tipps ausschalten, sehe ich gerade. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich werde mal mit der rechten Maustaste die Tasche durchsuchen. Wir finden dort drin, ach, kann ich doch nicht ausstellen, ein rostiges Langschwert und ein Messer. Wir nehmen einfach mal alles an uns, öffnen mit I das Inventar und rüsten uns mal damit aus. Mit C öffnen wir das Charakterfenster und ich würde mal sagen, ich rüste mal die beiden neuen Waffen direkt aus. So, jetzt haben wir zwei Waffen. Wir sind ja ein Schwertmeister. Wir können mit zwei Waffen gleichzeitig angreifen. Das ist eine super Sache. Nämlich kann man dann ganz doll zuhauen. Hehe, so. Gut, ihr seid jetzt besser gewappnet. Ja, wir sind jetzt ganz toll ausgerüstet. Wir können sofort loslegen. Euer Meister Talagan möchte euch sehen, bevor ihr euch in die Schlacht stürzt. Beeilt euch jedoch, dieser Ort ist für euch nicht sicher. So, okay, wir sollen also Elrond zu Talagan folgen. Okay, wir sollen uns erst mit ihm unterhalten. Talagan, ich habe euren Schüler gefunden. Schnell, sagt, was ihr zu sagen habt. Matariel wird hier nicht lange sicher sein. Okay, Talagan Silberzunge, was hat der uns denn zu berichten? Matariel, meine Schülerin, ich wünschte, ich könnte euch innerhalb dieser Wände beschützen, doch Elrond sagt mir, dass Skorgrim geradewegs auf diese Bibliothek zukommt. Ihr werdet wohl die Schlacht draußen überstehen müssen. Ich mache mir Sorgen um euch. Duelliert ein letztes Mal mit mir, meine Freundin, und beweist, dass ihr bereit seid. Es wird mein schweres Herz erleichtern. Och, wie süß. Ja, los geht's. Wir kämpfen gegen den guten Talagan. Und ziehen die Waffen, ups, und schlagen zu mit den, mit den Zahlen, die hier unten stehen. Können wir nämlich die verschiedenen Fähigkeiten benutzen. Gut gemacht, Matariel, ihr habt vieles gelernt. Der Boden fängt an stark zu beben und draußen kann man ein lautes Krachen hören. Oh, was war das? Anscheinend würden sie alles tun, um an diese Relikte zu kommen. Sie scheinen ja wirklich unsere Stadt zu belagern. Das ist ja mal was. Elrond! Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir haben keine Zeit zu verschwenden, Matariel. Geht mit Talagan nach draußen und seht, was ihr tun könnt, um Skorgrim davon abzuhalten, weiter vorzudringen. Die Grimhands dürfen nicht die Relikte des Arid-Fürsten erreichen. Ich habe geschworen, sie zu bewahren. Ich werde die Relikte verstecken und dann Talagan bei der Verteidigung der Bibliothek helfen. Passt auf euch auf. So, geht Talagan, bringt Matariel fort von hier. Ich muss die Relikte verstecken, bevor Skorgrim kommt und sie stehlen kann.
Oh, ich habe jetzt die ganze Zeit Talagan gesagt. Der heißt Talagon. Na egal. Wir gehen durch das Portal und finden uns draußen wieder. Die Stadt scheint zu brennen. Matariel, beeilt euch. Wir haben nur wenig Zeit. Oh, Elbereth, Giltoniel. Okay, geht, Matariel. Dies ist der Ort, an dem der Sturm aufeinander trifft. Ethelben ist unter uns. Er wird euch durch das Tor lassen, um zu beschützen, was von dieser Zufluchtsstätte noch übrig bleibt. Okay. Kommt hier entlang. Ich muss die Bibliothek gegen Skorgrim verteidigen. Alles klar, dann werden wir mal hier unten langlaufen. Mal sehen, ob wir rausgelassen werden. Moment, der Sound ist jetzt aber doch noch ein kleines bisschen laut auf meinen Ohren. Ich mache das mal noch ein bisschen leiser. Ich bin eigentlich niemand, der gerne mitten im Spiel in den Audioeinstellungen rumspielt, aber das muss leider sein. Was passiert jetzt? Skorgrims Streitkräfte machen uns schwer zu schaffen. Oh mein Gott, ein riesiger Troll. Dieses Tor wird nicht mehr lange halten. Okay. Matariel, wir können hier nicht länger verweilen. Ihr müsst euch in den Hof begeben und unsere Verteidigung. Mehr konnte ich nicht lesen. Kommt hier entlang, Maid. Ja, wir folgen dem guten Herrn einfach mal. Sieht so aus, als müssten wir hier ein bisschen unterstützend eingreifen. Ihr sollt weitergehen, Westen gehen, die Treppe hinauf. Okay, dann werden wir das mal tun. Besiegt Grimhand Eindringlinge, sollen wir. Steht hier rechts übrigens. Aha, wir sollen also diese Zwerge hier besiegen. Alles klar. Kann ich das denn hier eigentlich auch mal schließen? Weil sonst kommen hier diese ganzen Fragezeichen die ganze Zeit. Ja, also man sieht schon mal, es gibt ganz normale Standardquests wie in jedem MMO. Ne? Töte so und so viele Zwerge. Sammel dies und das. Ganz normal, wie man das so kennt. Hui, ja, Grimmernzwerg, dann wollen wir dir doch mal den Kopf abschlagen. So wie man das so zu tun pflegt in einem MMO. So, der ist auch tot, den können wir aber leider nicht plündern. Die stehen hier ja wirklich super bereit, dass wir sie abschnitzeln können. Oh, jetzt habe ich daneben geschlagen. Meine Fähigkeiten kenne ich übrigens auch noch nicht. So, 3 von 5. Was ich ja nicht so hübsch finde, ist irgendwie die Schrift über den Figuren. Das sieht irgendwie undekorativ aus. So, ansonsten gefällt mir die Grafik eigentlich schon sehr gut. Ups. Auch wenn sie natürlich mittlerweile etwas angestaubt ist. So, in die Fresse gehauen. Zack. 5 von 5. Schnell, kommt herein. Ich bin froh, dass ihr da seid. Leider ist es noch nicht vorbei. Hier entlang. Hier entlang. Ja, dann lauf doch mal los. Skorgrim hat sich noch nicht gezeigt. Wir haben in unserer Schlacht mit den Grimhands viel verloren. Oh. Dort berichtet. Doch berichtet. Welche Nachrichten bringt ihr? Megowannen. Ich fürchte um Ethelion. Wie viel mehr können wir noch aushalten? Ich habe gehört, dass Skorgrim sich noch nicht einmal blicken hat lassen. Also steht uns das Schlimmste noch bevor. Helft bei der Verteidigung des Hofes. Ja, dieser Ring über den Köpfen zeigt übrigens an, dass sie eine Quest für uns haben. Wenn der Ring gelb leuchtet, dann ist die Quest annehmbar. Und wenn der Ring grau ist oder blau ist, dann ist sie noch nicht abgeschlossen. Haltet euch bereit, das Tor wird nicht mehr lange halten. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt sind wir ausgenockt. Oh, Elbereth, Ethelyn, Christ. Keine Ahnung, Christ, keine Ahnung. Zu Boden mit dir, Bestie. Da hat er ihn bezwungen. Hat er gut gemacht. Okay, wir sind immer noch ausgenockt, aber jetzt kommen wir wieder zu uns. Kommt, Maid. Okay. Wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Elrond räumt hier ein bisschen auf nebenbei. Oh Mann. Okay, was ist das? Geht beiseite, Elb. Die Relikte gehören mir. Niemals! Was tut er da? Haltet ihn auf! Ja, ich kann nichts machen. Oh, jetzt stürzt da erstmal die Decke über ihm zusammen.
Ruhe in Frieden, Talagan, Silberzunge. Dies ist ein trauriger Tag. Ich wünschte, ich wäre nur einen Augenblick eher zurückgekehrt. Talagan wollte, dass ihr in Sicherheit seid, Matariel, und die Relikte liegen nun mit ihm begraben. Na, dann hat sich das ja erledigt. Es tut mir leid, Matariel. Ihr habt euren geliebten Meister verloren. Doch könnte mich für seinen Tod verantwortlich halten. Nein, ihr könntet mich für seinen Tod verantwortlich halten. Ich hätte ihn retten können. Doch er bat mich, zu euch zu gehen. Talagan war sehr tapfer, euer junges Leben zu schützen. Ethelion ist nun zerstört. Talagan war nicht der einzige Elb, der am heutigen Tag gestorben ist. Skorgrim wird uns keine Probleme mehr machen und die Relikte sind sicher verschüttet. Doch es war solch eine sinnlose Schlacht. Ethelion wird in Vergessenheit geraten. Okay. Aha, jetzt. Ethelion ist ein verlassenes Mahnmal, das an die Gier von Skorgrim Grimhand erinnert. 600 Jahre nach seinem Fall bewohnen Zwerge die alten Hallen. Elrond von Bruchtal, der eine aufziehende Gefahr gespürt hat, entsandte seine Söhne Elrohir und Eladan, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, irgendwie hat gerade das Intro ziemlich geleckt. Also das Video. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Irgendwie ist das Spiel nicht wirklich performant, wenn ich damit aufnehme, mit Fraps aufnehme. Ja, Ladevorgang. Hallo, Ladevorgang. Wir kennen uns schon ziemlich gut. Die Ladevorgänge sind in dem Spiel übrigens nicht besonders kurz. So, Leute. Wir sind jetzt hier an einem zentralen Sammelpunkt hier. Ab hier kann man dann übrigens auch andere Spieler sehen. Und das ist für mich das Stichwort, einen kleinen Cut zu machen und euch gleich wieder zu begrüßen, wenn die Motoko ja auch fertig ist und mit auf uns stößt und auch hier zu sehen ist. Also, macht's gut. Ich bin, oder wir sind gleich wieder da.